Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier von Mr. Sewurst. Ich bin MC Sven. Ich bin FZZ Freak. Ich bin Turigo. Und wir spielen Anno 2070. Jakob genau. Lacht sich gerade den Arsch ab, wie es auch immer. Ja, er lacht sich den Arsch ab, ich mach hier weiter. Ich denke, wir beginnen mal. Gleich mal, ne? Yep. Also man sieht, welche Zeit das ist. Das ist das Beste. Nice, wir sind alle drinnen. Nice, ganz geil. Alle drinnen. Zuschauer, ihr seht, was für Zeit das ist. Unten rechts im Bildschirm vorher. Das ist das Beste dran. Oh, ich kann nicht mehr. So, jetzt sehen wir wieder, wer den besten Computer hat. Ich habe eigentlich den besten, aber Jakob ladet einfach schneller die kleine Sau, diese kleine Sau. Aber jedenfalls... Oh, Sven. Ja? Oh. Hey, ich nehme... Ich war so schnell wie noch nie. Oh, ich habe eigentlich den schlechtesten Computer. Ich nehme auf. Gefickt! Fick dich, Jakob, an die Fresse. Ich nehme auf. Ich habe eine Entschuldigung. Ich nehme auf. Und ich muss nachher okay, das stimmt. Ja, er nimmt auf. Ich muss nachher dringend die Musik ein bisschen runterschrauben. Aber ich war jetzt wirklich viel schneller, als ich vorhin war. Vorhin war ich viel... Die aktuellen Einsatzdaten stehen bereit. So, und eigentlich hätten wir jetzt... boah, ist das laut, ey. Hier mal schnell die Optionen ein bisschen ab. Ohne Spaß. Ich nehme, glaube ich, gleich die Insel, die vor mir liegt. Jetzt warte mal. Jetzt müssen wir zuerst mal schauen. Also ich bin hier, ne? Ich bin gelb. Direkt neben mir ist Eto. Okay, was das auch immer ist. Alter! Ich glaube, ich habe eine riesige Insel. Boah, habe ich eine riesige Insel. Wow, okay, wo muss ich jetzt hin? Ach ja, ich spiele übrigens das erste Mal. Ja, genau. Anno. Das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Also zuerst kommen jetzt hier mal die... Ich wechsle zuerst hier mal jetzt den Standort meiner... Arche, wohin geht's? Genau, weiter nach unten ein bisschen. Okay. Weil ich will hier den großen Strand hier, denn hier, ich finde den hier besser. Sven spielt nun zum ersten Mal Anno, was für euch auch gleich einen kleinen Vorteil hat, denn ihr könnt jetzt direkt mal, sagen wir, für die jetzt hier zuschauen und vorher noch nie Anno gespielt haben, die können hier gerade mal ein bisschen dann was schauen, wie das Ganze funktioniert. Ne? Yep. Aber ihr beginnt ja eigentlich auch von vorne jetzt, oder? Mhm. Ach so, ja gut, können sie auch. Ich frage mich gerade, was der schwule violette Pirat macht. Bei dir dann auch eigentlich alles anschauen. Nein, naja. Ich frage mich gerade, was der schwule violette Mensch macht. Haha, fick dich. Ja, der violette bin ich. Alter, ja, Sven hat aber eine ziemlich geile Insel hier. Mhm. Ist das hier? Ach, das ist meine, soll ich die nehmen? Ja, das ist deine. Ja, okay, wie mache ich das? Ich muss da irgendwo andocken, oder? Ja, ich würde den größten... Oh, ich würde... Du hast hier einen... siehst du deine Arche? Eiche? Ja, warte, also ich gehe jetzt wahrscheinlich dorthin, wo du meinst, oder? Die Arche ist dieses Teil da. Das ist im Wasser. Mein Schiff, oder? Nein. Was dann? Das ist im Wasser. Ach siehst ja, du was, das mit dem ja, Helikopter, was soll ich da machen? Landeplatz? Gut, jetzt gehst du mal da drauf und dann nimmst du den größten Strand, den du finden kannst. Geh mal ganz rauf. Ich weiß, wo du meinst. Rauf, auf die Map meinst du so? Nee, sieh mal deine Insel ein bisschen an. Besitzname einer Insel. Ach ja, okay. Siehst du da den größten Strand? Ach ja, also wo ist am... Ja, den längsten. Ja, genau. Dort gehst du hin am besten. Und ich muss jetzt hier mal okidoki. Wo soll ich bauen? Das ist manchmal schwierig zu sagen, welcher der längste ist, aber ja. Gut, ich baue das etwa hier hin, denke ich. Ja, hier so. Sehr gut. So, ein neues Land und ich denke, wir beginnen gleich mal hier mit. Ja, hier ist eindeutig der längste Strand. Gut.
denke, ich baue mein mal hier hin, ne? Ja, hier ist neue Gebäude zum Bau bereit. Erweiterte Baumasch. Ja, ihr habt schon besiedelt hier ein bisschen. Ah ja, und wir machen so, dass ich und Sven abwechselnd uploaden. Also aufnehmen. Ja. Und uploaden, ja. Ja, ne? Also wir werden immer machen, eine Stunde nehme ich auf und eine Stunde dann Jakob, so in etwa, ne? Wie kann ich jetzt machen, dass ich irgendwo... Ach so, kann ich beim das Schiff machen? Schiff hast du schon... Ah, genau. Ich hab's schon gemacht. Ja, gut. Greif für die Insel. Hatte. Ein Achievement. Aha, wow, Sven. What the... Also Sven ist meine Nachbarinsel, ne? Interessant. Okay, was mache ich jetzt hier irgendwie mit dem Schiff? Wow, was mache ich jetzt irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wie ins Baumenü gehen? Nope. Ganz unten rechts hast du die, also das Baumenü, dann den Abrissmodus, die Diplomatie. Ach so, ja. Dann gehst du mal ins Baumenü. Ja. Und nachher. Fisch verladen. Soll ich das machen? Steht hier. Ins Baumenü. Baumenü. Ah, er ist auf dem Kontor wahrscheinlich. Ja, du bist aufs Kontor gegangen. Ach so, okay. Konter raus. Ich komme gleich. Ach so, ja, okay. Drücke okay, einfach B. Ja, ich begreif's jetzt. Handelsgebäude und Infrastruktur. Ist das einfach ein Boden oder so? Was ist das? Ach so. Ich weiß, was er meint. Was meint er? Glaub. Infrastruktur, was ist das? Straße, ach, steht ja Straße, okay. Soll ich das mal machen? Nein. Zuerst gehst du jetzt... Unten siehst du diese Frau, oder? Ja. Und dann gehst du auf den Tycoon-Arbeiter. Das ist der rechts davon. Okay. Der so scheiße aussieht. Ja, ich begreif's. Ja. Gut. Okay, gut. Dann bei öffentlich musst du als erstes mal ein Stadtzentrum bauen. Ach so, okay. Und wo soll ich das? Ein bisschen... Nicht zu weit, oder? Du siehst den Radius, oder? Ach ja, unser Radius muss noch drin sein, oder? Nicht, ja, also er muss noch in deinem Radius von dem Konto sein. Aber nicht voll drin, nur so ein bisschen. Ja, ich würde es aber trotzdem... So zur Hälfte? Ja, genau. Genau okay, etwa gut. Zur Hälfte. Das ist so etwas das Beste, ja? Gut, so. Gut, jetzt kannst du mal eine Straße von deinem Stadtzentrum zu deinem Konto hinbauen. Jep, klar, geht klar. Gut, so. Zup. Einfach langziehen. Dort, wo du anfangen wirst und dann langziehen. Gut, so. Sehr schön. Gut, und jetzt kannst du eigentlich... du hast hier einen Weg, den du eigentlich gar nicht brauchst. Siehst du das? Ein kleiner, hier, ja. Gut, den kannst du abreißen mit dem Abrissmodus. Ups, falsches. Das war das Stadtzentrum. Aber ich habe mich jetzt verklickt. Ja, es hat mir ein bisschen geruckelt. Gut, mach's wieder hin. Und du bekommst alles zurück. Bekommst du ja alles zurück, also ist kein Problem. Ja, das dachte ich mir. Gut, ich baue jetzt hier aber bei mir weiter, weil ich muss aus dem Minus rauskommen. Ich auch. Oh, sehr schön, okay. Was ist denn das hier? Bauzellen. Ja, das brauchst du. Och, ich kann jetzt ein Haus bauen. Ja, aber Bauzellen brauchst du auch, um ein Haus zu bauen. Ja, aber er hat die am Anfang noch. Ja, okay. Okay, wie geht's weiter? Oh, ich sehe hier also, Gegner. Also, baust du mal ein paar Häuser an deine Straße ran? Ach, an die Straße, okay. Scheiß. Nimmst du das Haus und baust es an die Straße ran. An die Straße, hier. Okay, gut, so. Genau, du baust jetzt gerade mal ein paar davon. In dem Minus. Ich würde etwa sagen, noch eins, noch, ja genau, und jetzt hier so aufhören, reicht. Sonst bist du mal gut. Also gut, so. Was kann man, ja okay, neu, es gibt Kohlekraftwerk, aber es kommt einfach, oder? Ach, hier, das ist ein Kohlekraftwerk hier hinten, oder? Kann das sein? Du wirst irgendwann keine Energie mehr haben. Jakob baut schon hier ganz los. Ja. Ich baue mal schön. Ja, Sven erklärt mir so, MC Sven und
Jakob baut einfach mal drauf los, ne? Yep. Da kann er sich ein Beispiel nehmen, weißt du? Ja, das wird mir jetzt nicht wirklich groß, aber... Jakob, komm mal schnell auf meine Insel schauen, ne? Ja. Siehst du meine Stadt, oder? Mhm. Und dann links davon, ne? Ja. Vier Minen nebeneinander. Ah, ja. Alter. Hab ich nicht. Ich habe eine hier, zwei hier, drei hier. Ich wollte aber nicht dorthin. Wenn du bei meiner siehst, ne? Ich habe nur zwei. Siehst du die drei Minen übereinander? Jetzt habe ich was Dummes gemacht, hä? Bei mir, Sven. Die drei Minen übereinander. Siehst du die? Warte kurz. Oben von meiner Stadt, so rechts oben. Okay, was muss ich jetzt weitermachen? Ja. Dort wollte ich aber nicht hin, sieht nicht schön aus. Okay, warte. Jetzt hast du das mal. Jetzt würde ich mal Bauzellen bauen. Ich würde einen Weg ein bisschen weg machen von den Häusern. Dann, wenn du im Baumenü bist, ne? Der Weg? Sven, sieh mal bei meiner Stadt. Ja, warte. Ich bin orange. Ja, ich seh's. Okay. Siehst du's? Das unten, rechts dort. Diese vier Gebäude nebeneinander, das sind für Bauzellen, sind die verantwortlich. Ach, das soll ich jetzt machen, ne? Ja, das, also ein von diesen Basaltbrecher und der andere ein Schmelzwerk. Damit du also Bauzellen herstellen kannst, damit du dann weitere Häuser bauen kannst. Weil das brauchst du. Das ist so wie zu sagen eigentlich bei Age of Empires Holz. Oder bei Age of Empires, das kann ich ja. Ja. Oder wie bei anderen Anus. So. Ich habe einfach keinen Sand. Wie hast denn du das schon wieder gemacht? So. Ich hab einfach beide Sand. Du musst dich gleich machen wie ich, ne? Ja, uns natürlich. So, okay, dann. Also, was genau schon wieder? Eine Basaltbrecher. Heißt das, glaube ich? Ja, Bauzellen muss ich ja jetzt genau. Machen. Was auf Bauzellen klicken, da kommen so zwei Dinger. Das eine produziert das Granulat und das andere benötigt Granulat für die Bauzellen. Du musst beides bauen. Ich würde es nebeneinander bauen und dann mit einer Straße verbinden. Das Spiel besteht ja eigentlich auch ziemlich aus Logik. Ja, ist ein Aufbaustrategiespiel. So, guck mal, ist das jetzt ja, so? Ja, das ist gut. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal? Nee, auf der anderen Seite will ich den Weg ein bisschen länger machen. Okay, aber soll ich auf dieser Seite nicht noch mehr, oder? Nee, ich würde wann schon, denn dort, wo du es schon hast, nochmal. Ja, wenn schon. Aber jetzt, du hättest es eigentlich theoretisch ein bisschen weiter wegziehen können noch. Ja, hätte auch machen können. Ihr könnt es theoretisch jetzt auch nochmal abreißen. Aber... Versuch die Industrie möglichst weit weg von deinem... von deiner Stadt zu bauen und nicht in den Radius der Stadt, sondern eher weiter raus. Also damit meine ich, du gehst ein bisschen raus, baust ein Warendepot und dann, um deinen Bauradius zu vergrößern, und dann baust du ziemlich weit weg. Guck zum Beispiel mal bei mir. So etwas. Warte, ja, ich baue schnell letzte eben neu hin. Oh, du baust einfach keine Straße, Mann. Ich? Ja. Was? Du passt einfach gar nicht. Ah, jetzt. Ja, ist gut, ne? Ich mach immer noch Verlust. Ich mache jetzt plus 4. Im Moment gerade noch. Aber das produziert sogar keine. Warum machst du plus 4? Wie hoch hast du denn deine Steuern, Mann? Okay, ich habe noch ein Kohlekraftwerk. Darum. Gut. Ach ja, so ist natürlich auch schön. Jetzt würde ich ein Warendepot noch in der Nähe machen. Yep. Ein Warendepot. Das ist... Kohlekraftwerk. Infrastruktur bei der Frau. Ja, okay, ich sehe es. Ach, verdammt. Handels... verdammt. Gut, ist nicht im Radius. Was ist denn das? Warendepot.
Oder was hast du gesagt? Ja, ja, Warendepot. Noch ein weiteres? So nebenan. Ach so, neben was denn? Ja, neben dem Schmelzwerk zum Beispiel. Einfach dort bei den zwei. Ja, ja, so geht auch. Okay, gut. Ja, weil dann ist der Weg nicht so weit. Und jetzt würde ich auf der anderen Seite dort. Ja. Wenn du auf ihn klickst, dann hast du dort Produktion Kohlekraft. Ja, cool. Dann hast du dort eine Schaufelradbagger. Ja, okay. Den kannst du zum Beispiel so quer an die Straße setzen. Gut. Ja, genau so. Und jetzt vis-à-vis zum Beispiel ein Kohlekraftwerk noch. Dann hast du sicher mal genug Energie. Und es macht nichts, dass die Umwelt verschmutzt wird dadurch, weil es dein Einwohner scheißegal ist. Oh, ich glaube, der Pirat greift gerade Leons. Was? Ja, nee, voll nicht. Aber jetzt sieht man mal, wie das aussieht hier. Okay, gut. Sag mal, baut Leon eigentlich nichts groß? Nee, Moment, nicht eigentlich. Der hat seinen Schildgenerator. Ich hab seine Schiffswerft, seinen Reparaturdock, seine drei Windräder und sein Kontor. Fertig. Psst. Und seine Verbindung da natürlich. Baut er nicht mehr, ne? Im Moment nicht. Ich finde einfach das Kontor, die zwei Aachen sind von Mrs. Rowan und Professor Devi sind so weit weg. Ja, das schon. Spiel gespeichert. Gut. Spiel gespeichert. Ja, ich hab's auch gehört. Hast du eigentlich so einen kleinen Strand genommen? Ich? Ja. Weil ich einen größeren habe? Ja, eigentlich. Leider, ich wollte eigentlich auch. Ja, okay. Oben hätte ich einen größeren gehabt, ein bisschen. Aber dann hätte ich nicht. Ich sag mal, da wäre ich nicht so nah an der Mine gewesen. Ja, stimmt.